Das ist ja direkt da oben. Sogar die Festung von vorhin könnte hinkommen. Ja, ich glaube sogar. Ja, das ist das. Von vorhin. Und da ist der, hat der das Geiernest. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach oben zu diesem Berg. Das sieht weit aus. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem Pferd kommen. Die Straße folgen verfügbar. Weil es da keine Straße hingibt oder weil es hier keine Straße gibt. Ah, wir müssen hier erstmal irgendwie auf die andere Seite von diesem Canyon hier kommen. Nein. Seite wieder rauf. Da wieder hoch. Die schwarze Wüste. Ob das an den ganzen Felsen hier liegt, die so schwarz sind, dass es die schwarze Wüste ist. Liegt ja irgendwie nahe. Alter, dieser Berg, was ist da los? Es ist vermutlich der höchste Punkt im Spiel, kann das sein? Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn es so wäre. Da oben irgendwas zu finden oder irgendwas zu hinterlegen, ist ja... ist ja cool. Ist bei Odyssey am höchsten Punkt des Spiels ist doch der Berg, dieses Teil Gettos Gebirge. Ich glaube, da ist auf dem Gipfel irgendein Schwert in einem Stein. Ich weiß nicht, ob es Excalibur sein soll oder. Aber ich meine, da war auch irgendein Easter Egg oben. Ey, der ist hier die ganze Zeit rumklettern und ihr müsst euch überlegen. Der Typ ist barfuß. Seid ihr schon mal barfuß auf einen Lego-Stein oder auf einen echten Kieselstein getreten? Prost Mahlzeit. Und der hat wahrscheinlich schon so einen Schorf und so eine Hornhaut an den Füßen, dass er einfach gar nicht merkt, worauf er tritt. Ohne die Hornhaut ist er einfach einen ganzen Kopf kleiner, so. Rennt wie irre und kommt nicht vom Fleck.
Bald sind wir da. Sind wir schon so weit gekommen? Sogar ein Weg. Hier führen sogar Treppen hin. Ja, ne? Ah. Ob das vielleicht auch irgendein Gimmick ist, ein Easter Egg, oder vielleicht ist jemand aus dem Entwicklerteam gestorben und sie haben ihm so die Ehre geboten, oder wie man da sagt. Die Ehre erwiesen, so sagt man. Vielleicht ist es für einen verstorbenen Kollegen, oder vielleicht ist es auch einfach nur irgendein Easter Egg. Ich weiß es nicht. Da oben. Wenn man die unermessliche Weite der Welt ansieht oder diese majestätischen Berge, dann erkennt man etwas. Ich bin nur ein Sandkorn, doch ich bin Teil eines Ganzen. Ja, das ist allerdings richtig. Fähigkeitspunkt. Und jetzt haben wir, glaube ich, sogar genug, um welche einzusetzen. Jetzt haben wir nämlich 3 Stück. Was haben wir denn hier noch? Streitwagenbesitzer. Ja, brauche ich nicht. Giftpfeile. Wirf diese Pfeile, um Feinde zu vergiften und Gegner in der Nähe anzustecken. Tierdompteur. Nachdem du ein Tier mit einem Schlafpfeil betäubt hast, säme es mit E, damit es dir folgt. Du musst erst die Fähigkeit Schlafpfeile lernen. Okay, die haben wir ja, oder? Schlafpfeile haben. Entführen. Nee. Schildsturm. Halte im Schildmodus Q gedrückt, um schneller rennen zu können. Diese Adrenalin. Was? Passiv. Dein Adrenalinanzeig ist zu Beginn eines Konflikts immer voll gefüllt. Das ist cool. Höchstleistungsraserei. Wenn du einen Höchstleistungsangriff einsetzt, erhältst du etwas Gesundheit zurück und wirst alle negativen Modifikatoren los. Das ist tatsächlich cool. Die anderen Bogen brauchen wir eigentlich nicht. Also ich würde die beiden hier oben. Kann man aber erst ausrüsten, wenn man den hier hat, ne? Dann machen wir noch den hier. Beauty. Jetzt sind wir hier oben, wa? Und dann wollen wir als nächstes hier in den Norden uns das hier angucken und dann weiter nach hier und nach hier. Ich frage mich, ob das dann der letzte war. Naja. 1500 Meter in die Richtung. Können wir da nicht irgendwo, gibt's denn nicht noch irgendwas, was eher in der Nähe ist, wo wir hinreißen können? Der da vielleicht. Das wäre wenigstens ein bisschen näher.
Hier waren wir heute schon mal. Jetzt einfach wie Minecraft so Doppeljump und fliegen. Bei Assassin's Creed Origins hatte ich in meinem, wo ich es zum ersten Mal privat durchgespielt habe, in dem Spielstand hatte ich um die 80 Stunden oder waren es 88, ich weiß nicht, Spielzeit auf 100%. Das einzige, was mir in dem Spielstand noch gefehlt, oder was mir noch fehlen, sind die Elefanten. Ansonsten Story, alle Fragezeichen auf der ganzen Map, alles gemacht, bis auf die Elefanten. 80 Stunden. Ich glaube, es waren 80 Stunden. In Odyssey bin ich noch lange nicht fertig und habe schon 120 Stunden Spielzeit. Das heißt, ich habe in das Game schon 40 Stunden mehr reingesteckt und bin immer noch nicht mit allem durch. Auch die DLCs noch. Jetzt ist die zweite Episode vom ersten DLC da, dann kommt noch eine dritte Episode vom ersten DLC und dann kommt ja nochmal ein DLC mit jeweils drei Episoden. Das ist, da ist man schon auf schon ganz gut lange beschäftigt, auf jeden Fall. Immer noch über 800 Meter. Wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte. Nicht ganz die Hälfte. Ja, doch, vielleicht ungefähr. Jetzt dann müssten wir irgendwie die Hälfte haben. Wir gehen mal hier hoch. Da oben ist ein Steinkreis, den wir heute schon gelöst haben. Wir waren also schon da. Wir müssen aber hier drumrum. Katara-Senke. Zack, zack, zack. Jedes Mal, wenn du denkst, jetzt sehe ich es gleich, kommst du ins Eck und dann ist da nochmal ein Felsen, der dir die Sicht versperrt.
Fusseln. Der Wind peitscht den Sand vor sich. Parieren doch auf Q, ne? Und Shift? Schild. Ah, okay. Ja. Hier habe ich mich immer mit Aya versteckt, als wir uns damals verliebten. Unsere Liebe begann hier. Vielleicht sollte sie hier enden. Teil eines Tagesbuches. Teil eines Tagebuchs. Was habe ich mir jetzt schon wieder eingebrockt? Gerade als ich den Schatz meines Lebens gefunden habe, habe ich die eine Sache verloren, die wichtiger ist als jeder Wohlstand. Den Weg hinaus. Vielleicht müssen wir die anderen, also ich zerdepper's mal nicht, sondern ich verkauf's dann. Ist das hier? Ui. Ist das hier vielleicht die Höhle, in der Layla in der Gegenwart ist? Die hat anders ausgesehen, oder nicht? Oder war das dieselbe? Hotep-Kamera. Nee, ich glaube, das war sogar die. Dann steht doch hier. Hier steht doch der Wind. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Das ist doch die. Oh, kann ich jetzt schon wieder nicht speichern, nicht rennen? Oh, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich weiß nicht, ob andere diesen Bug haben. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Egal. Dann beenden wir jetzt die Folge hier einfach und sehen uns gleich wieder.